man nun im Zuge der grandiosen Entdeckung des Neulands von Frau Merkel vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren, diese schönen Gestade des neuen Landes entdeckt und staunt und freut sich auf neue Geschäftsmöglichkeiten. Und Sie, Frau Merkel, und die Landespolitiker glauben aber immer noch wie Weiland Kolumbus, Sie hätten den Seeweg nach Indien gefunden. Und der jetzige BND-Skandal zeigt uns, das ist etwas ganz, ganz anderes. Beim GCHQ und bei der NSA steht im Auftrag drin, Wirtschaftsspionage. Beim BND steht das nicht drin. Muss man auch nicht reinschreiben, ist ja eine Außenstelle. Ja? Also jetzt entbirgt sich das, was wir eigentlich schon seit 1949 wissen können, dass wir nichts weiter sind als eine Kolonie der Vereinigten Staaten und dem dort herrschenden militärisch-industriellen Komplex. Ich nehme dieses alte linke Kampfwort mal wieder in den Mund, weil es der Wahrheit entspricht. Es geht schlicht und ergreifend darum, sich Vorteile zu verschaffen, weil die Nationalstaaten ihre Grenzen mittlerweile verschwimmen durch das globale Internet. Und der Philosoph Wilhelm Flusser hat 1991 schon gesagt, die Strukturen der alten, der industriellen Gesellschaft sind dabei zu verfaulen und ihre Kadaver verpesten die Luft. Dazu gehört auch der BND. Der BND ist ein Kadaver, der noch nicht ganz tot ist. Thank you.